Herzlich willkommen und moin moin zu einer neuen Folge von Anno 1800. Ja, ja, heute habe ich mir gedacht, wir machen uns mal ein bisschen an die Verschönerung unserer kleinen Stadt hier. Das sieht hier doch noch ein bisschen arg aus. Und so langsam haben wir ein bisschen anspruchsvollere Bürger. Und fangen wir doch gleich mal an. Wir warten wieder, bis wir in der richtigen Position sind. Heute vielleicht im richtigen Winkel. Und kommt gut hin. Oh, die möchte mir was geben, dann geben wir da mal was. Ein Teaser, den nehme ich. Der Zug kommt ja bald. So, unsere Verschönerung haben wir vor allem hier erstmal. Plaza hast du das gesehen. Und hier wollte ich eine schicke Allee links und rechts langziehen. Und damit fangen wir so ein bisschen an. Eins hier. Und hier. Und das machen wir jetzt einfach stumpf rundherum. So, noch rein. Und einen haben wir vergessen. Super, freut mich jetzt schon. Hier noch einen. Obwohl, ich denke gerade. Nee, kann man leider nicht cooler machen mit den Dingern hier. Nee, lassen wir es mal so. So, wieder vergessen. Dann haben wir das zumindest erstmal. Dann machen wir überall einen Eingang hin. Aber bei der Straße. Bei der nicht, wo ich denke, vielleicht können. Nee, das ist Varietät, das brauchen wir. Dann machen wir einen großen Eingang vom Marktplatz. Auf beiden Seiten natürlich. Wirklich sollte man die auch richtig umbauen. Ich war wieder clever. Aber gut, machen wir gleich. Zack. Ist das ein Einzelner? Ja, ist auch nicht so recht. Dann machen wir das trotzdem mit denen hier. Oder lassen wir das geschlossen? Wir lassen es geschlossen. So, da noch einen hin. Da noch keinen. Und da fehlt auch. Hier groß Eingänge rein. Bricht ein wenig das Bild, ne? Wir machen das anders. Das gefällt mir nicht. Hier lassen wir es so. Aber hier machen wir es auch anders. Hier eben so, und da lassen wir es auch so. Dann machen wir nämlich einfach die Teile hin. Drehen uns das ein bisschen zurecht. So, das gleiche machen wir hier. Dann können die oben und unten jeweils da in der Mitte weiter spazieren. Das ist doch ein ganz cooler Kompromiss. Dann reißen wir den hier wieder ab. Der ist falsch rum. Und so. Und schon können wir das alles ein bisschen schick machen. Da haben wir die Eingänge. Da haben wir noch Quatsch. Der Schnupftabak. Der Böse. So. Na, das ist voll. Und dann ist das doch erstmal ganz okay. Was ist hier passiert? Da war alles vergessen. Nun gut. So. Da auch. So, hier habe ich mir gedacht, machen wir cool so ein paar Zeitungsstände hin. Ein hier. Dann da mal ein. Hier. Und was ist das noch ganz gut? Ja, Marktplatz ist auch ganz cool. So. Und hier haben wir dann auch noch coole Bänke, wo sich Leute hinsetzen können. Da noch ein. Und ja, das ist okay. Machen wir da das gleiche? Nee, dann nehmen wir die hier.
zack, zack. Kann man sich da gemütlich hinhauen. Schiff vom Stapel gelaufen. Ja, da kommen wir gleich mal. Ich glaube, wir brauchen gleich das nächste. Müssen langsam ein bisschen in die Pötte kommen. Im wahrsten Sinne. Und dann ist das doch erstmal soweit okay. Dann haben wir ja hier noch die Ubisoft-Club. Schachtisch können wir hier irgendwo bauen. Wo die hier auch cool hinpassen. Da ein. Hier so ein großer Park ist halt auch ganz cool. Dann machen wir einmal so ein Schachtisch. Und Denkmal haben wir da schon. Das haben wir hier schon. Das ist ein Pavillon. Zack, zack. Ja, und da hat es mich doch mal eiskalt aus dem Spiel gehauen. Ne, wieder dieser schöne alte DirectX Error. Ich hatte hier eigentlich gerade noch einen schönen Schachtisch und so gebaut. Und den setzen wir jetzt auch nochmal wieder hin. Na, den hatten wir hier. Ah, den hatte ich hier hingesetzt. Und na, was hatte ich noch? Diesen Pavillon hier. Der stand da. Und dann sind wir auch wieder da, wo ich rausgeflogen bin. So, was machen wir jetzt noch Schönes? Das gefällt mir ja eigentlich nicht. Den setzen wir hier rüber. Na, das daran. Nicht Angriffspakt. Ja, gut. Nichts super Spezielles, nichts Schlimmes, von daher alles cool. So, dann müssen wir mal schauen, dass wir hier ein paar Bäume rankriegen. Das sind tatsächlich die schönsten bisher noch hier. Ich finde diese Laubbäume eigentlich ganz cool. Da setzen wir hier ein paar hin. Ja, kriegen alle ein schattiges Plätzchen. Da kommt auch einer hin. Hier sitzen schon welche. Ich weiß gar nicht, weil ich die gesetzt habe. So. Ein bisschen Blumen. Und ich glaube, ziehen wir hier so ein paar Büsche lang. Könnte man machen, oder? Hier haben wir nur die. Tier, Blumenbeete. Pappeln. Ja, eigentlich nicht so cool. Hier haben wir ganz normale Büsche. Die sind noch nicht mal schön. Das ist ein alten Brunnen. Zack. Den sitzen wir schön vor dem Marktplatz. Kann man einmal Wasser schöppeln. Großen Baum dazu. Und dann gucken wir mal, was wir noch so Schönes haben, um das hier ein bisschen zu verzieren. Einen Garten. Ja, möchte auch nicht so recht passen, ne? Springbrunnen? Ja, ich glaube, Springbrunnen haben wir hier noch mit dran. Zack. So, und dann weiter Grünflächen. Pavillone. Beziehungsweise ein paar Parkbänke sind das eigentlich nur. Was ich auch ganz cool finde, wenn die hier so ein bisschen mit dem Bank noch stehen. So, da könnt ihr euch auch noch hinhauen. Und hier eigentlich auch. Da machen wir alles ein bisschen grün vor allem. So, was machen wir damit? Da bin ich mit meiner Auswahl noch nicht so richtig zufrieden. Ich glaube, ich hau da wirklich nur Büsche hin erstmal. Ja. Ich glaube, damit kann ich leben. Ist das hier? Gebüsch. Ist ja noch Pfuhl. Sieht das aus? Das ist ja. Wer baut denn sowas freiwillig? Dann machen wir hier lieber auch so. Und dann sehe ich hier gerade, fehlt noch die Betonstraße. So. Haben wir hier auch einen Weg hin? Oder auch einfach nur so eine Blumenwiese? Das mit dem Blumenbeet eigentlich ganz cool. So, hier haben wir auch Blümchen. Und hier auch. Und ja, machen wir
wir einfach so. So, so. Das geht auch. Das sieht belebt aus. Das sieht nicht ganz... Ja, die vier Bäume hier sind halt Blödsinn, ne? Das sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt. Können wir einen Baum gebrauchen. Hier. Und stellen wir dich hin. Gleich daneben. So. Zack, zack. Dann kommen noch ein paar Bänke hin. Und dann ist das da auch schick. So, wo haben wir die hier? Hier gar nicht. Wie bei den Arbeitern? Nee. Ich stehe jetzt gerade her. Da. So, kann man da gemütlich sitzen. Das geht doch voll klar. Haben wir hier noch einen kleineren Brunnen? Nö, ne? Ich befürchte nicht. Also eine kleine Statue. Okay. Damit kann ich erstmal leben. Dann haben wir hier unser schickes Schiffchen. Und wenn wir das schon schick machen, dann können wir hier eigentlich gleich den Besucherkai hinhauen. Den müssen wir doch auch schon haben. Hier der Hafengebäude. Können wir die Bilanz ein bisschen mit aufpeppen. Hafenmeisterei, Depot, Kaimauer, Hafen. Da. Da haben wir den Besucherkai. Oha. Da müssen wir die Straße wohl wegreißen. Zack. Und dann kann der perfekt dahin. Ne, die Straße ziehen wir tatsächlich hier rum. Und dann machen wir da mehr Kaimauer. So. Haben wir genug Steine? Ja. Damit kommen wir eine Weile hin. Will so eine Hafenanlage auch verteidigt werden, ne? Machen wir es so. Gefällt mir das? Eigentlich nicht wirklich. Wir machen das ein bisschen größer hier erstmal. Quasi eine Hafenpromenade. Nanu, Baumaterial fehlt. Ja, Steine gehen da schnell flöten. So, hier fehlt auch noch Steinstraße, fällt mir da auf. Dafür sollten wir genug haben. Und hier tatsächlich auch. Und wenn wir hier ein bisschen die Kaimauer vorziehen, dann kommen da Kanonen hin. Von hier kann ich viel Beschuss kommen. Das ist, glaube ich, hier dann ganz cool. Aber wir müssen erstmal wieder ein bisschen warten. Oh, nebenbei können wir eine Quest erledigen. Einwohneraufgabe. Eine Rätselaufgabe. Erwan Grock ist hier auf Tournee mit Schauspielmusik, die er für ein modernistisches Meisterwerk komponiert hat. Wenn ich nicht vorher in Ohnmacht falle, ich flehe Sie an, könnten Sie uns einander vorstellen. Er ist ganz sicher irgendwo vor dem Theater. Das ist easy. Kann mich jemand aus diesem dämonischen Dunst befreien? Da haben wir nur eins. Zack, da haben wir ihn schon. Was ist das? Crimbles Chorgesellschaftsplakat. Okay, wird hier ausgerüstet im Rathaus. Seht, den Rathaus haben wir auch nicht gebaut. Können wir das schon bauen? Ja. Damit können wir nämlich unsere Einwohner ein bisschen cooler gestalten. Man muss hier schön an die Küste hauen. Ein bisschen was im Weg. Ich hoffe nur, dieser blöde Baum kommt einmal darüber. Denn passt er leider immer noch nicht. Wir reißen mal die Straße nach weg. Können wir Straßen an die versetzen? Nö. Dahin und eine Straße daneben. Weg damit und dann gucken wir da mal. Schade, das wäre cool gewesen tatsächlich. Das wäre ein schöner Platz. Wo macht man das stattdessen? Hier mittendrin wäre ja ganz cool. Wir könnten die Feuerwehr versetzen und das dann direkt daneben bauen. Ich glaube, das machen wir auch mal. Bäumchen weg. Feuerwehr rüber. Und Rathaus daneben. Ach, uns fehlt auch gerade einfach das Stein, der Stein. Naja, gut. Dann bleibst du erstmal so stehen. Wieder rüber. Und wir machen weiter mit Verschönerung und warten auf Steinchen.
So, ich würde sagen, hier machen wir genau das gleiche wie da. Den großen Springbrunnen müssen wir mal gucken, was wir mit dem machen. Würde ich so jetzt nicht lassen wollen. Könnten wir hier einsetzen. So, können wir da noch ein paar Bänke hinbauen. So, haben wir sie. Da. Schön im Grün. So, und dann kommen da noch links und rechts ein paar Bäumchen auch hin. Und dann haben wir das auch. Upsala, das war die falsche Taste. So, so. Das ist doch okay. So, die Kirche, die kommt natürlich nicht ganz so pompös. Ne, da bauen wir einfach hier ganz stumpf. So ein bisschen. Hecke drumherum. Das soll es dann auch gewesen sein. So. Ist da hinten ein Eingang? Ja. Das heißt, wir lassen hier auch ein. Da haben wir es. Ich würde vielleicht sogar noch eins zurückgehen. Wir machen so ein. Zack. So. Dann hier hin. Hier rüber. Da ist da der Zugang. Dann machen wir hier komplett dicht. Und hier so eine Endstück dran. So. So, so. Und so. Und dahinter stellen wir ein paar Bäumchen. Machen wir ganz einfach und simpel. Zack, da gehören auch keine Bäume vor, da kommen nur ein paar Blumen hin. So. Das reicht uns doch schon. Simpel ist manchmal am besten. So, jetzt haben wir genug Sachen, Steine für unser Rathaus. Und wir können es tatsächlich hier hinbauen. Wie cool ist das? Wo es hier natürlich wesentlich mehr Effekt ist. Und deswegen bauen wir es auch dahin. Wo es aber gar nicht hinpasst. Ja, den bildet man zum fünften Mal heute aus. Was hier so zu diesem kleinen Platz dahin? Das wäre wie so ein kleiner Marktplatz eigentlich, ne? Ist ja von der Sache her ganz cool. Oder nach da. Nach da gefällt mir eigentlich nicht so. So. So machen wir das. Da müssen wir mal gucken, wie weit wir die Hafenmauer noch kriegen. Wäre schon schön, wenn wir die hier noch ein bisschen rausziehen können. Ja. Das ist doch okay. Der will das unbedingt so haben. Ach, da kann man jetzt gar nicht mehr rüberbauen. Gelände blockiert. Naja, gut. Okay. Das ist ja eklig. Wie mir das mal überhaupt nicht gefallen wird. Hier machen wir auch Straße rüber. Und was bauen wir da Schönes hin? Ein paar Bäume. Bäume sind immer cool. Ich mag Bäume. Dann nehmen wir aber diese Pappeln. Geht nicht. Ich kann eine Straße hinbauen, aber keine Bäume. Naja, gut. Das sieht ja mal scheiße aus. Was wollt ihr mir denn jetzt erzählen hier? Es gibt nichts außer Straße. Na, wie ätzend ist das denn? Naja, gut. Dann ist hier wohl eine breite Straße. Auch wenn ich es mir schöner vorstellen könnte. Aber okay. Wir sind da mal nicht zu. So, kriegen wir hier den Pier rumgezogen? Nö. Können wir da eine Straße langziehen? Auch nicht so, wie ich das will. Es nervt mich. Super gut. Und hier geht keine Straße mehr. Das heißt, da muss auch wieder Pier hin. Und da haben wir nicht genug Stein für. Naja, gut. Dann ist das so. Dann gleichen wir das hier jetzt erstmal an. So, so. So, so.
So. Da haben wir dann das Kreisding. Und hier haben wir tatsächlich keine Straße durch. Hast du genug Reichweite trotzdem? Das ist ja cool. Ich sehe nur so einen Feldweg. Und zack, sind die paar Steine, die wir haben, alle weg. Ich bin unschlüssig. Erstmal kommst du hier weg, weil das gefällt mir nicht. Das gefällt mir auch nicht. Aber da hinten sind Springbrunnen hin. Obwohl, da passen eigentlich auch eine Reihe Häuser, glaube ich, hin. Jo, dann habe ich da lieber Häuser. Nur bis hier gehen Häuser, na gut. Aber dann kann da ein Springbrunnen hin. Eine Zuflucht für Libellen. Na Mensch. Wer hätte das erwartet? Ja. Erstmal so. Hier. Alle Achtung, ich ziehe meinen Hut ja, vor Ihnen. Ihr kriegt schon alles irgendwie ran. So, ist hier immer noch hässlich. Hässlich, hässlich, hässlich. Da tun wir was gegen. So. Und ich glaube. Da ist noch so ein Feldweg. Die haben sich auch überall noch mal so ein bisschen eingeschlichen, ne? Gut. Gut, 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 gut. Hier wäre eine Straße. Ich überlege, ob ich die Straße noch wegreiße. Ich guck mal, was das für Auswirkungen hat. Zack. Kommt überall gut hin. Na gut, hier hinten ist grenzwertig, aber das geht noch. Können wir nämlich hier einmal schön lang ziehen. Stattdessen machen wir hier so einen kleine Zeitungsecke hin. Wieder die hier. Hier nehmen wir jetzt aber die Plaza-Teile. So. So und so. Und dann machen wir nämlich bis 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 genau. Dann machen wir es nach 8. 2, 4, 6, 8. Da ein, da ein. 2, 4, 6, 8. Da ein, da ein. Und dann machen wir noch was Schickes hin. Hier kommt bis da eine Hecke. 3, 3. Das machen wir mal ein bisschen anders. Machen nämlich hier einen Eingang und hier oben. Einfach mal ein bisschen Schwung reinzubringen, sonst ist mir das zu monoton. Das sieht ja auch nicht aus. So, das gleiche machen wir hier. Da einen Eingang und... Wo sagen wir da? Und da machen wir zu. So. Und dann gucken wir mal, was wir hier Schönes hinbauen. Sieht ja auch interessant aus jetzt. Naja, gut. So, was machen wir da hin? Ich würde sagen, ein Pavillon. Passt noch ganz cool dazu. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ach, auf der Nebeninsel. Dazu einen kleinen Springbrunnen? Ja. Zeig mal her, wo denn? Ja gut, da ist Feuerwehr am Start. Die macht das. Das brennt so schnell nicht runter. Ja, ist das schon dabei. Das wird problemlos. Zack, gehen wir wieder rüber. Wie sieht es bei unserer Schiffe aus? Die baut gar nicht. Die soll aber bauen. So, hier schon mal ein bisschen was drin jetzt. Dann haben wir hier immer eine schöne Allee draus. Da brauchen wir tatsächlich nur Bäume hin. Hier diese schönen kleinen Pappeln. Puh. Grün. Schön, schön grün. Hier hinten würde ich sagen, bauen wir nachher unseren Zoo.
Können wir den eigentlich schon bauen? Jo, machen wir doch mal. Zack, gleich mit der Polizeiwache daneben, ist auch geil. Und machen wir so. Oh, was fehlt? Steine. Wieder einmal. Ich spule mal ein bisschen vor, dass wir hier ein bisschen Stein rankriegen. Das nervt ja sonst. So, und beim Spielplatz würde ich auch sagen. So, gelöscht. Muss irgendwas repariert werden? Nein. Da setzen wir auch noch ganz gemütlich ein paar Bäumchen vor. Bisschen was Farbenfrohes für die Kinder. So. Oh, das ist einer zu viel. Ne, da ist ein Eingang, dann bauen wir da auch mal eine Straße hin. So. Das nimmt doch langsam Gestalt an. Spielstand gespeichert. So. Eigentlich bräuchte ich mehr Lehm. Würde hier gerne eine hinsetzen, aber nein. Zack, das gleiche machen wir hier. Oh, hier ist noch ganz schön hässlich. Was soll das denn? Da haben wir so eine Bank hin. Schön gemütlich lesen. So. Das ist doch ganz schicki. Da können wir auch wieder Bäume hinsetzen. Bei unserem. Oder haben wir hier irgendein Gebäude, das da hinpasst? Varieté ist Quatsch. Naja, nicht wirklich. Kommen wieder Bäume hin. Zack. Ja, wieder die Pappeln. Die Waffenruhe wurde beendet. Zack. War ja eigentlich ganz schön mit so ein paar Bäumchen da mitten in der Stadt. Hier sieht nicht so beängstigend aus. Ich muss jetzt echt mal bei Diplomatie gucken. Wie ist denn auch auf mich zu sprechen? 35. Ja, langsam muss ich wohl. Ja, komm, dann nimm sie. Och, wenn ich deine Fresse nicht leiden kann. So. Und da haben wir ihn. Können wir auch gleich das erste Gehege bauen. Zack, das passt da schön hin. Dann haben wir ja vorne ein Tier. Wo ist denn der Tiger hin? Ich habe da vorne ein Geschenk bekommen. Das ist ja ärgerlich. Aber wir haben jetzt Linienschiffe. Wir könnten eigentlich mal so eine Expedition machen hier, ne? Rettungseinsatz, Piratenjagd, Piratenjagd. Ja gut, das ist eigentlich erst was fürs Museum, aber wir machen das einfach mal. Ration, Redegabe, Glaube, Kampfkraft. So, der Mondschatten, den nehmen wir. So, wir brauchen Ration. Geben wir dem ein bisschen Wurst mit. Redegabe, was haben wir an Items? Bringt die Brotsfrau was? Ne, aber die bringt Kampfkraft, okay. Tanaisegel, Werkzeug, bringt nix. Segel bringt auch nichts. Nix, nix, nix. Schon wieder in Last Haven. Oh, müssen wir gleich gucken. Hm. Dann gibt es noch Schnaps mit. Ich glaube, den Rest kriege ich tatsächlich nicht aufgefüllt. Bringt auch nichts. Na gut, wir kriegen das schnell. Dann zieht mal los. So, wo ist das Feuerchen? Oh, 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 mitten in der Stadt. Das ist nicht so gut. Da schicken wir einmal noch einen Trupp los. Das artet hier sonst noch ein bisschen aus. So, schnell erledigt. Und dann können wir uns hier wieder an die Verschönerung machen. Obwohl, hier können eigentlich, kann eigentlich noch eine Häuserreihe. Ja, was geht? Ja, Explosion. Glück und Licht. Ja, das ist ja tragisch. So, wie viel kriegen wir denn hier jetzt? Ja, nix. Keiner steht auf unsere... Ich meine, hier laufen ein Haufen Leute lang. Aber keiner kommt. Ist ja auch interessant. Drehen die wieder um oder was? Sehr gut. Das ist unser... Wir bauen mal hier gleich noch so ein Ding lang. So. Dann bauen wir hier noch ein paar Bäumchen vor. So. So. Und was bauen wir da Schönes vor? Oder so ein Denkmal? Kommt auch gut, ne? Verändern die sich oder ist es immer das Gleiche?
Immer das Gleiche. Egal. Sieht trotzdem gut aus. So, dann kicken wir mal, dass wir hier genügend Tiere langsam reinkriegen. Wir könnten eigentlich auch gleich zwei starten. Piratenjagd. Na, das nehmen wir wieder. Danke. Wieder ein Linienschiff. Gefechtskunde hat das automatisch, das ist schon mal gut. Laute Glocke bringt gar nichts. Auch nichts. Auch nichts. Auch nichts. Gut, also geben wir wieder ein bisschen Schnaps oder so. Oh, wir brauchen mehr Schnaps und mehr. So, das wird wahrscheinlich fallend angezeigt, weil ich da gerade so viel mitgeschickt habe. So, Rationen. Ne, das ist mir dann schon ein bisschen wenig. Was haben wir denn an Dosenfutter da? Auch nicht die Welt. Bringt Kanonen, bringt keine Kampfkraft, ist auch gut. Dann gibt's Bier. Ne, Bier mit Longs. Klamotten bringen nicht viel. Irgendwie bringt mir das alles ein bisschen zu wenig Moral. Ne, wir können die beiden halt nicht voll machen. Ja. Das bringt alles nichts. Kann man mal weglassen. Nee, das ist noch ein bisschen zu happig. Der hat hier schon. Da machen wir einen Rettungseinsatz. In der Hoffnung, dass du da was schön. Oh, Fahnen retten, Maschinen und Verbrauchsgüter und Spezialisten. Das finde ich vor allem gut. Da schicken wir dann die Himmelsboote. Wo brauchen wir da irgendwie? Kampfkraft brauchen wir doch. Na gut. Bringt das irgendwas? Nö, nö, nö. Bringt auch keine Kampfkraft. Das auch nicht. Und das auch nicht. Und Redegabe haben wir leider auch nicht. Aber zu fretten kriegen die mit. Oh, Bier macht auch gleich Redegabe. Das finde ich gut. Seife macht Heilkunst. Und da wir Waren mitnehmen können müssen, würde ich sagen, ziehen wir so los. So. Dann haben wir gleich zwei. Du wirst hier gelandet. Achso. Bei meinem Hauptstandort. 100% Moral. So. Weiter geht's. Ich überlege, ob wir das hier komplett durchziehen. Aber bis hier hinten ja auf jeden Fall. Machen wir gleich mal. Dass sich das gegen den Uhrzeigersinn dreht, ist irgendwie arg komisch. So, wieder ein bisschen versetzt die Eingänge hier. So. 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 Und so. Und hier oben auch noch ein paar Bäumchen und sowas, würde ich sagen. Hier ein Baum, da ein Baum. Da, da, da. Und da auch. So kommen ein paar Pappeln. Es muss ja nicht immer alles mit diesen Dingern vollgepflanzt sein. Was ist denn hier los? Das ist ja noch so eine Ekelstraße. So, wir können jetzt mal wieder langsamer einstellen. Wir haben wieder genug Steine. Dann können wir unseren Pier gleich weiterbauen. Und da ein bisschen was Schönes zum Hinsetzen. Hier, so. Schön zwischen den Bäumen. So, dann haben wir hier am Anfang einen Zeitungsstand. Oh. Achso, der ist jetzt ausgelaufen. Und was haben wir hier? Alte Tränke. Ja, machen wir da auch mal hin. Ein paar Blümchen dazu. So, da ist alles voll. Alles voll. Alles voll. Und dann holen wir von denen hier nämlich noch. Kein Garten. Achso, da ist schon was. Steht schon was. Finde ich das schön? Ich weiß es noch nicht. Hier zwischen den Bäumen ist ganz cool. Dann reißen wir das nämlich auch weg. Bin gleich da. Hier noch so ein paar Regeln.
Na, lass erzählen. Entschuldigung. Dieser Mann ist schwer krank. Mehrere Matrosen klopfen an die Tür zur Kabine des Schiffsarztes. Sie tragen einen fiebrigen Freund herein, der in einem wachen Augenblick etwas von brennender Helligkeit murmelt und die Augen schließt, um sie vor dem Dämmerlicht und der Deck zu schützen. Die Untersuchung des Arztes könnte mehr Symptome enthüllen. Aber sollte der wirre Patient nicht stattdessen abgesondert werden? Boah, den Mann trotz des Ansteckungsrisikos untersuchen. Ja, findigen Arzt. Die Symptome sprechen für sich. Der Hals des Mannes ist steif, seine Atmung unregelmäßig und die Wangen sind paralysiert. Während der Arzt dem Rest der Besatzung die Details der Meningitis erklärt, erbebt der Patient plötzlich unter einem Anfall von solcher Stärke, dass sich sein ganzer Körper nach oben durchbiegt und eine pyramidenartigen Pose erstarrt. Er schreit den Namen ihres Arztes, bevor er erschlafft und tot liegen bleibt. Es war das Delirium eines sterbenden Mannes. Es war die Anklage eines Opfers. Nee, also wir setzen mal nicht auf Glauben, sondern auf Alkohol. Die Erklärung des Arztes ist nicht überzeugend. Er stottert vor sich hin und demonstriert eher oberflächliches Wissen über die Krankheit des Toten. Und obwohl der Arzt die Erkrankung korrekt identifiziert zu haben scheint, so kann er den beeindruckenden Tod, den die Mannschaft soeben erlebt hat, nicht hinreichend begründen. Zweifel bleiben bestehen und der Arzt verbringt den Rest der Expedition isoliert in einer Quarantäne aus Missachtung und Misstrauen. Das lief wohl nicht so gut. Aber wieder mal, wurscht und das wird. Nimm dir wurscht, mein Junge. Das sieht mir hier tatsächlich geradezu regelmäßig aus. Nach diesem kleinen Highlight. Wir haben auch mal ein bisschen Platz. Dahin. Und noch besser dahin. Die alte Tränke dazu. Die Sitzbank. Nein, die Sitzbank machen wir dahin. Hier die Pappel, hier den Laubbaum. Den gefällt mir das, glaube ich, schon ein bisschen besser. Aber auch nur ein bisschen. Den Pavillon machen wir dahin. Dann machen wir da Bäume. Biberbäume. Mal ein paar andere oder ein paar Blumen. Oh, Pappel zwischendran. So, und dann. Wow, der sieht quasi genauso aus. Das ist ja unglaublich. So, ja, damit kann ich leben. So, dann bauen wir den Pier jetzt ein bisschen aus. Ein Schiffchen. Stellen wir derweil dahin. Wir machen das erstmal hier hinten, würde ich sagen. So groß wie geht. Weil cool und so. Hier können wir keine Straße mehr hinbauen. Also ich kann da keine Straße und kein Pier bauen. Das ist ja mal... So, das ist besser. So, da eine Straße hin. Und dann sieht das alles ziemlich nach Waren aus. Das ist eigentlich gar nicht so cool. Ich hätte da gern was anderes. Was haben wir hier noch Schönes? Wir können auch noch so ein Kai bauen. Segelschiff, Werft, nein. Hafenmeisterei? Die ist doch ganz schick. Nicht, dass die hier was bringen würde, aber sie ist schick. Ja, machen wir. Ist das hier ein bisschen aufgeräumter? Bauen sie so rum? Ja. Sieht aus wie ein Zugang. Bauen wir gleich zwei? Achso, überlappender Radius. Das geht also nicht. Okay. Und noch so ein Lagerhaus hin. Ja. Hässlich. Hässlich. Besser. Da haben wir wenigstens was von. Das sieht nicht so mühlig aus, ne? Wir machen das einfach. Ja. So, und dazu vielleicht noch so ein Besucherkai. Nur eins pro Insel erlaubt. Schade. Und dann tun wir einfach so, als wäre das hier ein echter Hafen. So. Machen wir gleich einen Reparaturkai hier. Und dann brauchen wir noch Verteidigung. Das machen wir mit denen hier. So, wie weit dürfen wir raus? So weit, gut. Dann machen wir so.
Baumaterial fehlt. Schon wieder kein Stein mehr. Meine Fresse, das kann man am Hafen aber auch schnell verballern. So, unsere Expeditionen sind weiter unterwegs. Hier hinten ist noch ein bisschen karg. Und da ist noch ein bisschen Straße ausstehend. So. Dann machen wir hier noch einen Zeitungsstand hin. Vor die Kirche. Weltliche Bildung. Können wir aber auch cool den hier hinsetzen. Den setzen wir so davor. Ja, schön protzig. So ein Anno-Denkmal. Ja, das finde ich cool. Dann wieder vor allem Bäume. So, so, so. Dann noch ein paar von denen. So und so. Ja, das ist okay. Und dann gucken wir hier nochmal. Ja, ist ja hier von. Okay, da müssen sie. Schon wieder. Ja, das mache ich jetzt aber erst fertig hier, Kohle. Dann machen wir da hinten tatsächlich nur so ein Gebüsch lang. So. Das gleiche machen wir hier. Können wir es hier hinten auch machen? Ne. So. Und den Rest machen wir mit Blumen voll. Zack. Zack. So. Das ist ja ganz schön. Jo. So. Kümmern wir uns mal rum. Die Meuterei, blauer Himmel, ruhige See, doch innerhalb der Mannschaft braut sich eine Meuterei zusammen. Die Anstrengung der Expedition, die rationierte Verpflegung, die drohende Gefahr und der ständig zermürbende Mangel an Anerkennung. Es fehlt nicht viel, um den Matrosen, um den Gehorsam der Mannschaft ins Gegenteil umzukehren. Sie vereint sich hinter ihrem charismatischen Kaplan und entzieht sich der Autorität des ersten Leutnants. Ja. Ein Exempel könnten wir statuieren, dem Plan mehr Lohn anbieten und ja, wir machen nochmal hier so ein Treffen. Ich bin ja Pädagoge, ne? Quatschen hilft. Die Rebellen können ihr Misstrauen nicht ignorieren. Der Kaplan weigert sich, den ersten Leutnant auf dem Deck zu treffen und lädt ihn stattdessen in sein eigenes Quartier ein. In feindliches Territorium. So. Verhandeln wir jetzt mit dem oder nehmen wir ihn fest? Letzte Chance, danach verkloppe ich dich. Das Treffen führt zu keinem Ergebnis. Zu jedem vom Oberleutnant vorgeschlagenen Kompromiss fügt der Plan neue Forderungen hinzu und fühlt sich in dieser Pattsituation zunehmend überlegen. Der Leutnant sieht sich in einer Liste voller unmöglicher Forderungen gegenüber und die Anhänger des Anführers stellen ihre Arbeit komplett ein. Das Schiff kommt zum Stillstand, es wird auf eine Entscheidung gewartet. Ja, wir könnten ihn jetzt vergiften. Muss jetzt nicht sein. Hochverrat, fertig. Der Geistliche wird ergriffen und hingerichtet. Die Loyalisten stürmen die Quartiere des Kaplans und nehmen ihn fest, noch bevor seine Anhänger überhaupt reagieren können. Als Männer, die es gewohnt sind, mit dem Wort zu kämpfen, können sie physische Unterdrückung nicht viel entgegensetzen. Der Kaplan wird an Deck für alle sichtbar und hörbar des Hochverrats angeklagt, verurteilt und am Hauptmast des Schiffes gehängt, wo er eine Woche lang zur allgemeinen Warnung hängen gelassen wird. Die Seeleute sind so eingeschüchtert, dass sie für den Rest der Reise unter Kontrolle gehalten werden können. Ihr Penner. Ich hab's versucht. Selbst schuld. So. War ein kleiner Schock. Hebt mal ordentlich ein. Und dann wird das schon. Ja. Und das war's auch schon wieder mit der Folge. Schon wieder leicht überzogen. Ne? Alles ein bisschen schicker hier. Zumindest etwas. Und beim nächsten Mal, würde ich sagen, sehen wir zu, dass wir mal die Inseln wieder ein bisschen ausbauen. Ne? Damit freue ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, übrigens hat mich ein Roadie 1900 oder Roadie 90 oder so bei Ubisoft versucht zu adden. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, wer du bist. Ich bezweifle, dass das so aus dem Nichts kam, sondern eher mit meinen Videos hier zusammenhängt. Würde mich freuen, was von dir zu hören. Aber bis dahin dann erstmal, euer Ragnar Bertholdsson.